Im Autohaus Muldental spielt die Musik. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Band Gotsche Front erhielt hier einen nagelneuen Tourbus. Grund für diese Zusammenstellung: eine alte Freundschaft. Da ging es, glaube ich, um einen alten Kumpel von unserem Manager Steven Dornbusch, der Stefan, der mitbekommen hat, dass wir auf Tour gehen und sagte: Hey Jungs, ich habe Bock, euch zu unterstützen. Ich finde es cool, was ihr macht. Und hier ist meine Darbietung dazu. Und darum freuen wir uns riesig, gleich hier einzusteigen und das Auto erstmal ins Revier zu nehmen. Entwicklungen vorantreiben und somit gemeinsam zum Erfolg beitragen, sind unter anderem Motive, mit denen sich der Geschäftsführer Stefan Küster identifiziert und die auch sein Autohaus repräsentieren. Ja, Mitte des Jahres kam dann mal der Anruf und kam die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, auch für Gotsche Front was zu machen. Und ich finde, dass es eine schöne Zeit jetzt ist, so eine Truppe hier aus dem Osten zu beobachten, wie die sich so deutschlandweit und eigentlich mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum weiterentwickelt. Und da habe ich gedacht, das ist ein guter Träger mit unseren tollen Autos, eine gute Botschaft nach draußen zu bringen, und gesagt, getan. Mit einem befreundeten Werbeunternehmen wurde das Auto dann noch individualisiert, sodass sich die Band auch in den kleinsten Details wiederfinden kann. Alle Bandmitglieder mit persönlichem Gepäck finden hier nun Platz. Und den brauchen sie auch. Nach der großen Release-Party wird das neue Album nun offiziell verkauft. Die Musiker setzen dabei auf das Altbewährte. Das Album wurde in typischer Gotsche-Front-Manier aufgenommen, rockisch, melodisch, mit allem, was das Herz begehrt. Und dann geht es jetzt in die nächsten Städte mit einem Rucksack voll Pfeffi, und dann werden wir mit den Leuten ordentlich anstoßen in den Mediamärkten, Saturn, EMP-Stores etc. Und sind jetzt eine gute Woche unterwegs und werden uns da mit den Leuten so quasi das Album zusammen begießen und freuen uns da tierisch drauf. Und das haben wir letztes Mal schon gemacht und es kam sehr gut an, und diesmal wollen wir das halt nochmal ein bisschen auf die Spitze treiben, würde ich sagen. Die Band kommt an, auch hier im Autohaus. Einige Fans kamen vorbei und es wurden fleißig Autogramme geschrieben, Fotowünsche erfüllt und Konzerterlebnisse geteilt. Die große Ostgold-Tour startet dann am 17. Januar in Magdeburg und zieht sich durch die gesamte Republik. Immer dabei der neue Bus. Für das Autohaus Muldental fällt mit der Übergabe der Startschuss in ein aufregendes Jahr. Inhaber Stefan Küster hat sich dafür viel vorgenommen. Wie der eine oder andere bekannt ist, stamme ich ja aus Oschatz und habe das Ziel, hier in Grimmer mich auch niederzulassen, die Menschen kennenzulernen, die Mentalität kennenzulernen, um eben letztendlich das Angebot hier des Autohauses genau auf diese Bedürfnisse und Wünsche eben anzupassen. Da habe ich bis Ende des Jahres schon gemerkt, dass da noch einige Ressourcen da sind, und deshalb freue ich mich, viele Grimmer oder viele aus dem Muldental kennenzulernen, um eben genau zu erfahren, was sind die Erwartungshaltungen, und dann brauchen wir sie nur noch erfüllen, und glaube, ist dann erfolgreich. Er denkt gern anders, mit sinnvollem Nutzen für die Region. So findet im Autohaus zum Beispiel Ende des Monats erstmalig ein Business Talk statt. Regionale Vernetzung und Austausch stehen hier im Vordergrund. Eine Veranstaltungsreihe mit jeweils wechselndem Thema soll sich in Zusammenarbeit mit dem BVMW und Muldental TV etablieren. Experten geben dabei Handlungsempfehlungen. Die Startveranstaltung am 23. Januar steht unter dem Thema Sucht im Arbeitsverhältnis. Der Fahrplan steht, das Auto fährt ab. 2020 kann kommen.